Was habe ich dir gesagt, Bro? Der Mann sieht etwas irre aus. Er steht hinter einem Dutzend Männer und richtet die Axt auf dich. Eckel, du Drecksack. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Überlegt euch genau, was ihr wollt. Dies ist, was ihr kriegt. Eckel geht fort und überlässt es dir, mit seinen Schlägern fertig zu werden. Okay. Die kann ich dahin packen. Rook und die da tue ich so hin. Damit hin. Ihn mehr mittig, weil er kann den da unten abfangen. Die kümmern sich, wobei kümmern sich um sie und die dann hier oben hin. Gucken wir die anderen. Okay. Kann er die gleich aus dem Geschehen nehmen. Dann geht einfach nach vorne. Ja, gut. Wie selbstgefällig der auf den Schild klopft. Hat nicht viel Stärke. Dann greift jetzt die an. Dann haben es die anderen leichter. Das wollte ich nicht. Was? Auf jeden Fall auf einer höheren Stufe. Oh, die arme Alette. Nimmt erstmal den aus dem Geschehen raus. Und den da auch. Jetzt ist Alette wieder an der Reihe. Gegen seine Rüstung. Gegen die Nahkampfhüter fand ich die besser. Ich mag halt diese Map-Verteilungen, wie sie jetzt sind, nicht. Wenn die immer so mittig stehen und dann von allen Seiten dann immer kommen. Um.
Frecher Veteran, okay. Okay. Wurde im Kampf verletzt. Alette wurde im Kampf verletzt. Ich sag es ungern, Rook, aber du hast recht. Wir können ja nicht hier bleiben. Wenn wir nicht im Schlaf ermordet werden, ist nur eine Frage der Zeit, bis die Wüter einen Weg finden. Diese Mauern werden nicht verteidigt. Du denkst Alette, die sich einen der Schläger anzieht, legt den Kopf schief. Ah, Vater, ich glaube, er lebt noch. Alva zieht ihn an der Tunika auf die Füße. Er stöhnt vor Schmerzen. Der schon wieder. Warum hat Ekil versucht, uns zu töten? Weil er wahnsinnig ist. Nicht gemerkt? Warum sollte Frostball das Oberhaupt einem Irren den Befehl über die Wachen geben? Hat er das behauptet? Ekil hatte nie den Befehl. Sobald die Tore zu waren, ist Ekil in die große Halle gegangen, hat das Oberhaupt aufgeschlitzt wie ein Narwal. Ich habe es gesehen. Ekil war kein Befehlshaber, aber schaut ihn doch an. Den Bastard bringe ich um. Er hat uns reingelegt. Überrascht mich nicht, dieser ganze Ort ist eine Todesfalle. Wohin können wir jetzt gehen? Die Wüter haben den Süden bestimmt schon überrannt. Würmsee, jenseits der Einöde, ist das einzige sinnvolle Ziel. Ich kenne dort vielleicht jemanden, der uns helfen kann. Und die Wüter folgen uns wahrscheinlich nicht in die Einöde. In den großen Kriegen haben sie das jedenfalls nicht getan. Weil es den Tod bedeutet. Die Lebensmittel sind schon knapp. Ich weiß, wo Ecke seine Vorräte aufbewahrt. Ich sag es euch, wenn ihr mich mitnehmt. Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Ich will so dringend von hier verschwinden wie ihr. Ich habe nur kein Ziel. Ich bin nicht der Einzige. Auf euch warten nicht nur Vorräte, sondern auch reichlich Krieger, die unbedingt hier raus wollen. Das könnte ein paar Probleme lösen. Wenn wir Glück haben, kann ich noch einen Dolch in Ekel versenken. Es ist das Risiko wert. Wenigstens kriegt Ekel das zu spüren, wenn sein Essen plötzlich verschwindet. Wie heißt du? Ohne. Warum? Will nur wissen, wem ich den Hals breche, wenn es schief geht. Alles klar. Nice. Also ich glaube, dass die Schützen dann erstmal draußen. Ah, ja gut, ein Tag. Ein Tag. Aber trotzdem. Die könnten halt komplett sterben. Ich könnte aber auch. Kann ich. Nee, trainieren kann ich nicht. Okay, schade. Schade. Gebe ich Rook. Ich gebe ihm da eins. Und. Oh, ein Punkt mehr. Wobei, ich gebe ihm einen Rüstungspunkt mehr. Dann kann ich ihm beim nächsten Mal zwei Rüstungen geben, dann ist er da voll. Elva kann ich leider noch nicht verbessern, ohne F der Stufe 1. Ich will halt nicht, dass Alette oder Oddlife stirbt. Das ist halt, weil ich glaube, wenn die zwei Verletzungen haben, dann sind die dead. Dann sind die wirklich dead. Okay. Dann gehe ich mal zu den Supplies. Und er führt euch zu einem unscheinbaren Gebäude. Die sind sie, sagt er zu ein paar Wachen, die sich darin befinden. Sie senken die Waffen. In einem verborgenen Keller findet ihr große Mengen an Lebensmitteln und nützlichen Gegenständen. Nehmt euch, was ihr könnt, murmelt Onef. Mehrmals gehen, um alles zu holen. Nehmt, was ihr tragen könnt und gehen. Den Rest vernichten. Es dauert länger, als du gedacht hast, die gesamten Vorräte aus dem Keller zu holen. Womit rechnest du damit, dass Ekis Männer um die Ecke kommen? Schreie in einiger Entfernung bestätigen deine Befürchtung schließlich. Du holst die anderen und ihr verlasst das Gebäude gerade rechtzeitig zur Schlacht.
140 Vorräte, holy shit. Okay. Also ich nehme Onef mit rein statt Alette und die lasse ich auch raus. Bin zwar ein bisschen dann in der Unterzahl, aber besser als, glaube ich mal dann, eins Rüstung, eins Stärke, eins Willenskraft. Das ist halt echt gut. Alettes Armband ist halt echt stark. Ah. Aber ich glaube, ich nehme hier Valkagan und ich gebe, kann ich einfach hier nichts geben? What? Dann gebe ich Hogun Alettes Armband. Bereit. Kampftrupp unvollständig. Besteht aus weniger 6 Helden. Dies könnte sich als Nachteil für die... Okay. Dann nehme ich halt... oder? Nehme ich Alette oder nehme ich Oddlife? Nehme ich Oddlife mit rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann setze ich die nach da ganz hinten, okay? Die setze ich dann nach da ganz hinten. Die hat eine Verletzung. Also Alva setzt sich vor. Nee. Mach ich anders. Alva setzt sich hier rüber. So. Und setzt sich dahin. Setzt sich auch dahin und I setzt sich dahin. Bereit. 14. Die haben halt alle richtig bad stats. Aber erstmal mit Rook, Angriff, 5 auf die Rüstung. Er gegen Alva dran. Okay. Na, Alva hat nicht so viel. Was kann er eigentlich? Oh. Oh, okay. Ha. Okay. Alter, minus 7. Er kann halt jetzt gar nichts mehr. Komm, mach den Blutflegel. Er macht einen Angriff. Okay, das war jetzt nicht so stark, wie ich mir das erhofft habe. Wann kommt denn der da dran? Okay. Der da ist das da. Ich könnte ihn aber auch einfach nach da hinten, nach da vorne schicken. Ich muss meine Runde beenden. Verleumder. Denn noch ist er nicht tot. Nein. Jetzt ist er down. War schon richtig, oder?
Komm, mehrmals gehen und alles holen. 140 Vorräte, dann mache ich das nochmal. Nehme ich alle raus. Ich glaube, dann setze ich alle nach da vorne. Also alle da oben hin. Und dann kann ich Ivar nach vorne setzen. Weil dann greifen die Dudes Ivar an. Der wird es halt nicht allzu lange durchhalten. Oder sie greifen einfach die anderen an. Ivar hat 12 Stärke. Ihr entfällt an und betäube einen Gegner, der darauf tritt. Ah, okay. Nee, das lasse ich mal. Einen Angriff mache ich aber jetzt. Gegen einen. Oh, oder? Wen kann sie denn? Gegen den da. Gegen seine Rüstung. Nicht so viel. Ich kann leider nur eins in der Kette. Der ist halt noch strong. Aber den könnte ich mit Rook auf jeden Fall wegschießen. Der hat noch 5. Reicht. Okay, Pillage. Pillage Village. Wall.
Viking, Raise the Shield Wall. Befördert werden. Hogan wurde im Kampf verletzt. Nicht lange das Lager ist leergeräumt. Als du dich zum Gehen wendest, fällt dein Blick auf eine wertvoll aussehende Halskette mit einem dunkelgrünen Stein. Du beschließt, die für dich zu behalten. Und er führt euch und seine zuverlässigen Kämpfer aus der Stadt, bevor noch mehr Männer auftauchen. Die Felder von Rostweller sind voller Leichen und Wüter. Ihr überlegt, welchen Weg ihr am besten einschlagt. Schatzjäger. Schipersky-Stein. Okay. Kann auch auf den Markt gehen oder meine Helden angucken. Ich glaube, ich gucke meine Helden erstmal noch an. Befördern würde mich 10 kosten. Zwei Tage lang ist der verletzt. Kann ich nur gehen. Vor den Mauern herrscht Chaos. Überall sind Wüter. Zum Glück ziehen sie um die Hügel, auf dem Frostbeller liegt, nach Süden und zeigen wenig Interesse daran, euch zu folgen, als sie in die Einöde ziehen. Endlich seid ihr aus Frostweller entkommen. Und doch ihr steht neuen Problemen gegenüber. Wen auch immer Ivar in Würmsee kennt, du hoffst, dass er bereit ist, euch zu helfen. Dann mache ich gleich mal das Lager auf. Denn an der Stelle... Das müsste sogar der sein, oder? 0:24, genau, das ist der Punkt. Dann würde ich an der Stelle sagen, dann mache ich jetzt wieder einen Break. Und dann bewertet die Videos, je nachdem, wie es euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei, da gibt es nice Streams. Muss momentan nicht. Ich habe momentan Internetprobleme, da geht es so schwierig. Aber natürlich Sunrose. Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.